Ja, und damit wieder willkommen zu Alien Isolation. Nach längerer Zeit mal wieder dabei, dieses Spiel, nachdem ich das schon zweimal durchgespielt habe im Stream. Mir gefällt es tatsächlich so gut, dass ich sogar noch ein drittes Mal wagen werde. Und zwar nicht genauso wie beim letzten Mal, denn dieses Mal ist dies die PC-Version. Man sieht es schon am Mauszeiger, also werde ich hier eine neue Steuerungsmethode ausprobieren und zum ersten Mal halt auch über Headset, was mich natürlich wahnsinnig freut, weil das war beim letzten Mal ohne Headset ja schon nicht gruselig genug für mich. Ich werde einfach mal ausprobieren, wie gut ich mit der PC-Version klarkomme. Und ich vermute mal, es spielt sich jetzt wesentlich besser. Einfach durch die Maus- und Tastatursteuerung, vor allem bei den Zielaufgaben, als ich ja ein bisschen mit der Controller-Bedienung zu kämpfen hatte, da die passenden Kopfschüsse zu verteilen in den wenigen Stellen, in denen ich da wirklich mal kämpfen muss. Ich gucke jetzt gerade mal nochmal, ob das hier gerade auch steht mit dem Ton. Ja, okay. Mit dem Ton steht. Ist schon mal ganz gut. Ach, hi Tom, du bist auch schon da. Sei gegrüßt. So, ja, sehr gute Spielwahl. Ja, also ich finde es halt absolut super, dieses Spiel. Ich bin ja riesiger Fan der Filmreihe. Und das Spiel finde ich halt auch wahnsinnig super. So. Okay. Das sollte. Ach, hi Dennis, du bist auch dabei. Herzlich willkommen. Tom findet es auch super. Okay. Ja, ich find's, also es hat mich so begeistert beim letzten Mal schon. Aber bei der PC-Version, mal gucken, was uns da alles so erwartet, was anders ist. Also optisch sah die Xbox-Version ja schon sehr super aus. So, ich werde dann einfach mal loslegen. Ich habe nur mal kurz reingespielt bei der PC-Version, ob es quasi läuft. Ja, auch hier sind die Add-ons drin. Ich werde einfach mal von neu starten. Ich möchte es erneut gerne auf Mittel spielen, weil es ist halt wieder ein Horrorspiel und das will ich jetzt nicht irgendwie auf schwer oder Albtraum spielen. Einfach der normale Schwierigkeitsgrad, der reicht mir. Ja, nee, kann ich bestätigen. Ist alles gut. So. Ach, hallo Burak. Hola amigos, genau. So. Ja, und wie gehabt, also wer jetzt neu dabei ist, ist Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. spielt Nachteil Hier spricht der 1 dritte Offizier. der Filmreihe. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ja, mein Tag. Hab dich in den kleinen Wolf heute gesehen. Sah Ladung nicht mit Schiff begeistert ist aus. zerstört. Ja, Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone war ein erreichen. bisschen Und sollte ich nervenzehrend. Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage.
Albtraum ist zu hart, ja, glaube ich nämlich auch, weil da allein schon die Speicherstationen seltener sind und also es ist ein bisschen unkomfortabel beim Spielen. Das ist ja einfach nur noch mies, Albtraum, also der Name sagt es schon. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Der Gerät. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Also ich finde das immer noch nach wie vor packend. Also diese ganze Story von dem Spiel, diese Atmosphäre, das liebe ich einfach. Es ist super gut gemacht. So, und auch hier steigen wir wieder aus der Schlafkapsel und merken halt auch mit Maus und Tastatur, das ist schon sehr angenehm, dieses Spiel so zu spielen. Also auch hier natürlich, ich kann es wieder versuchen, wir kriegen die Schlappen hier nicht an, können die aber ein bisschen rumstoßen. Das sieht einfach super aus, wenn man hier sieht, wie der Boden gebohnert wurde. Also es ist schon sehr schön. Also auch hier, Verlaine ist eingeloggt. Taylor ist eingeloggt. Ich kann natürlich wieder ihren Spind klauen. Oder ihren Spind leeren. Gucken wir mal ein bisschen. Connor ist auch eingeloggt. Hier die Person. Ja, zumindest sehe ich das nicht auf dem Monitor, wer das ist. Samuels, genau, das war der Herr, der uns gerade angeworben hat. Und ich merke das gerade über die Kopfhörer, also dieses Brummen im Hintergrund, das ist ja auch, also dieses Schiff, was man hört. Ja, das ist nochmal ein Stück besser über die Kopfhörer. Aber es wird wahrscheinlich auch ein bisschen gruseliger sein, befürchte ich. So, wir sind eingeloggt. Erkunden Sie die Torrance. Ja, und auch der Soundtrack aus dem Film. Immer noch super. Ziehen Sie sich an. Ja, ich habe ja nicht so viel an, wie man sieht. Also, ich finde immer noch, das sieht alles so richtig plastisch aus, als könnte man das anfassen. Okay, die Terminals, die kann man jetzt auch immer noch so mit, also nur mit der Tastatur bedienen, so wie ich sehe. Ja. Ja, auch hier wird wieder Weyland Yutani erwähnt. Achso, mit Q muss ich zurück.
fühlt sich wirklich sehr gut an. Das geht sehr gut von der Hand. Ja, auch natürlich erstmal hier die Dusche ausprobieren. Mit Klamotten. Erstmal duschen. Können wir mal ganz provisorisch... Ach ne, wir können gar nicht in den Spinn rein. Was sind das? Achso, das sind, glaube ich, japanische Zeichen. Ich finde ja so gut dieses Smiley-Symbol hier. Quadrat, Smiley, Mann mit dem Krückstock, Strich, tot. Was auch das zu bedeuten hat. So. Achso, das mussten wir, glaube ich, gar nicht machen, aber... Genau, hier erstmal alles plündern. Bin noch mal gespannt, wie das Komponentenverwerten mit Maus und Tastatur von der Hand geht. So. Da oben erstmal schön leeren. Da war nichts drin. Diese Sitzsäcke. Ja, überschreiben. Sehr gerne doch. So. Ich glaube, ich hatte einen Bug, als ich das ausprobiert hatte, ob es läuft. Da ging es nämlich gleich gar nicht mehr weiter. Da ging nämlich irgendeine Tür einfach nicht auf. So, nee, das ist, glaube ich, die Notschleuse. Da wollen wir jetzt nicht raus. Wie ist das denn mit der Karte? Ah, genau. Okay, die Karte können wir natürlich jetzt ein bisschen besser verschieben. Gut, dann gehen wir natürlich ein bisschen weiter. Das Spiel müsste man mal in VR spielen. Boah, das wäre natürlich zugleich Hammer und sehr erschreckend. So, Samuels. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostrom. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Auch hier mache ich jetzt einfach mal dieses Ding hier an. Finde ich nämlich so toll, dass sich das hier umklappt. Beziehungsweise wegklappt. Tja. Und so kann man den Patienten schön erstmal in die Wand schieben. Also ich finde ja echt, das Spiel, das sieht echt gut aus. Achso, das war, wie hieß die nochmal? Verlaine? War das Verlaine? Taylor, okay, danke. Es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen?
Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Oh, das ist Mammut. Ja, genau, das ist der Russell. Den habe ich hier mal mit hingestellt wieder. Der ist ja auch gerne mal dabei bei den Streams und begleitet mich und gibt mir nützliche Tipps. Oh, ich finde das auch cool, wie der Monitor hier halt auch strahlt. Also diese ganze Wirkung hier. Wie das hingekriegt haben. Ah, da ist er, Samuels. Hi, na? Ich folge dir einfach mal. Und wir kommen auf der Brücke. Alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Cap. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit ja, gekostet, sie auf Vordermann die, zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an. Die Torrens ist das hier, ne? Mit der ich ja. unterwegs bin. Die sieht halt auch genauso aus wie die Nostromo aus dem ersten Alien-Teil, was ich ja genial finde. Packen wir es an. Keine Sorge. Klasse M-Frachter wurde ja eben erwähnt. Von Samuels. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay. Ah, das ist einfach so cool, diese Wirkung hier. Wie die das umgesetzt haben. Ich habe meine Mammutmütze aus Versehen bei 40 Grad gewaschen. Jetzt passt sie mir nicht mehr. Was? Okay. Oh, das ist natürlich traurig irgendwie. Die gute Mammutmütze. Jetzt musst du dir wohl die Mammutkäsemütze holen. Also, die hat's da auch in sich. Ah, genau, hier konnte ich ja mir den Bord... Oh, Moment mal, das wollte ich jetzt nicht... Moment mal, wieso kann ich jetzt nicht mehr aufstehen? Achso. Okay, irgendwie ging das gerade hier nicht in dem Gang. Ja genau, hier kann ich den Kern sehen, also Mother. So, wo sollte ich jetzt hin? Ich sollte... Ne, ich muss mir das Einsatzdokument ansehen. Stimmt, das wurde mir gesagt. Ich verweile hier so gerne in diesem Anfangsgebiet, einfach auf der Torrens noch. Weil sich das so schön anfühlt, weil das so nachgebaut wurde. Ja, die Sevastopol. Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Wenn ich diesen Raum sehe, muss ich sofort daran denken, wo die den Facehugger entfernen wollten. Da kann ich die Torrens ja, das habe ich bei diesem Arztzimmer. Dann bestelle ich gleich eine für dich mit. Ich mach das, bestell mir auch eine Mammutkäsemütze. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Wayland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo Marshall? Marshall? Torrens hier, bitte um Wiederholung. Ich finde das so super. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Diese Samurai-Anzüge, das ist also... Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Ablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Das sieht so cool aus, diese Station von außen zu sehen. Thank you.
Ja, schon sind wir alleine. Die Mütze kannst du ja dann beim Stream aufsetzen. Jo. Okay, wir sind auf der Sevastopol-Station. Mal wieder. Ja, das Spiel, das ist auch so ein ständiger Begleiter meiner Streams irgendwie. Aber es... Ich mag's halt wirklich. So, jetzt erstmal schön im Anzug wieder. Moment mal. Ah ja, jetzt ist die Tür offen. Okay. Suchen Sie Hilfe? Ja, gerne. Ich brauche vor allem Hilfe, um aus diesem Anzug rauszukommen. So, nee, das geht einfach so, das geht ganz leicht. Einfach in diese Ausziehstation steigen. Oder was das hier ist. So, und dann ist der Anzug auch schön da drin. Wir sehen es auch hier. Wir haben wieder unsere regulären Beine. Also, wir hatten unsere regulären Beine eben schon, nur wir hatten den Anzug an. Jetzt, oh ja, jetzt wird es schon dunkel hier. So, einfach nochmal speichern zur Sicherheit. Jetzt sind wir ja an Bord und da wird so einiges nicht ganz koscher sein. Also was für eine akribische Arbeit, die Leveldesigner geleistet haben, das ist echt schon bewundernswert. Also. Wie geht denn das Licht an? Hier, Taschenlampe? Habe ich irgendwo eine Taschenlampe? Ah nein, die muss ich erst finden. So, oh nee, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Okay. Und schon wird es etwas mulmig hier drin. So, wir müssen... nicht da lang, sondern müssen diesen tollen Lüftungsschacht nehmen. Okay. Ich muss auch mal wieder Alien spielen, sagt der Tom. Ja, also auf jeden Fall. Bist du eigentlich durch gewesen? Hast du es durchgespielt? Oder fehlt dir noch was? Willst du es jetzt nochmal durchspielen? Oder... Das waren noch immer echt coole Streams. Also die haben mir immer sehr Spaß gemacht, als ich das Spiel gespielt habe. Boah, das ist gerade wirklich mega über die Kopfhörer. Aber das wird so gruselig sein für mich. Das ist echt nicht mehr angenehm dann. Aber ich werde es probieren. So, was haben wir hier? Gut. Oh, nee, falsch. Nee, mit Q war das, ne? Mit Q kann ich hier zurück. Da muss ich mich gewöhnen, dass ich mit Q zurück mich bewege. Bei diesen PCs. Wow, wow, das hat mich gerade echt erschreckt. Aber. Schön, der Markus spielt Conan Exiles. Das ist toll, dass Steam mir das mitteilt. So, es ist dunkel hier drin. So, eine Taschenlampe wäre jetzt ganz gut. Haben wir jetzt leider noch nicht. So. Hier haben wir jetzt wieder die Kenntnis darüber, dass hier ein Wahnsinn herumläuft. Oder mehrere Wahnsinnige oder die Leute irgendwie... in Panik waren.
Gut, klettern wir mal hier hoch. Es ist echt schön, wirklich mit der Maus sich umzuschauen. Also, wenn ich den Revolver dann wieder habe, das wird vielleicht ganz interessant. Ja, auch schon angenehm, die Musik hier. So. Hallo. Ist da wer? Hallo Sophie, hi. Willkommen wieder im Stream. Oder warst du schon mal hier? Weiß ich es gar nicht. Ja, Tom hat's durchgespielt. Sehr schön. Dann wollte ich nochmal durchspielen. Das hat aber dann das Alien so genervt, weil du keine Lust mehr hattest. Okay. Ja. Das Alien soll ja nerven, ne? Es soll dich ja permanent verfolgen. Es soll dich jagen, die Angst einjagen. Und es ist ja dein Erzfeind hier drin. So, das finde ich auch cool mit der Karte. Dass ich so die Karte einsammle. Dass einfach hier so leuchtet und ich dann zack und dann habe ich die Karte. Hier nochmal speichern. Wo ich gerade so schön so eine Speicherstation bekommen habe. So. Und dann hier. Ach, okay, hier muss ich E drücken. Ja. So läuft das. Okay, da hinten geht's, glaube ich, lang. Oder nee, da kam ich her, ne? Oh, das... Ich weiß nicht warum, wir haben sich gerade wirklich hier ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt. Als ich jetzt hier in diesem ganz dunklen Gebiet war. Boah, das war gerade wirklich unangenehm. Einfach durch die Geräusche, die ich über die Kopfhörer höre. Also das war jetzt... Okay, ich gehe einfach mal weiter. Funktioniert hier denn überhaupt? Achso, ich muss den Strom herstellen. Hier drauf zum Beispiel drücken, auf Terminal zugreifen, genau. Machen wir das mal. Und... Strom herstellen. Wo kann ich denn nochmal den Strom herstellen? Guck ich mal gerade auf die Karte. Achso, hier in die Richtung. Strom herstellen. Oh, ich will da hinten nicht hin, wo es so dunkel ist. Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, man müsste sich über den PC hier einloggen, um den Strom wieder anzustellen. Ich frage mich, ob der Dennis das Spiel mal gespielt hat. Der ist ja eigentlich auch großer Fan der... Ja, jetzt kann man hier auf dem Rechner was machen. Eben war da gar nichts angezeigt. Okay. Ich glaube, der Dennis, der spielt auch nicht so gerne Horrorspiele, ne? Okay. Nee, da kam ich her, ne? Da. Oder geht das, wenn ich hier einfach wieder runterklettere? Na, was denn nicht? Ich habe Let's Play gesehen, da weiß ich nicht, ob mir das noch Spaß machen würde. Ja. du musst bei dir noch das Licht ausmachen, dann ist es noch gruseliger. Boah, da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht. Du hast absolut recht, Tom. Also das wäre wirklich schrecklich.
Ich glaube, vielleicht muss ich da wirklich lang. Dass ich hier dann durchklettere. Ja, Dennis, du warst ja auch häufiger hier bei den Alien-Streams dabei. Boah, dieses Brummen gerade. Wow. Ich glaube, wenn jetzt aber das Licht noch hier drin aus wäre, dann bräuchte ich zum einen keine Kamera und zum anderen, das würde mich ja richtig fertig machen. Also... Okay, da war jetzt nichts. Ich guck nochmal da oben. Irgendwie war das doch mit dem Strom. Würde ja gerne Resident Evil 7 spielen, aber da kenne ich durch Let's Plays auch jede Ecke. Ah, okay. Du musst an den PC. Ja, ich war ja gerade an den PC, Tom. Irgendwie war da ja keine Funktion weiter mit dem Strom. Ich hätte es gedacht, ich muss jetzt hier vielleicht noch unten zu irgendeinem Generator. Ich habe das so oft schon gemacht jetzt hier, aber irgendwie... Das Ding ist kaputt. Das Ding hier habe ich bedient. Das war doch der Generator, genau. So, in der PC müsste doch jetzt auch funktionieren. Also... Moment, ich glaube, ich sollte mal den Bericht hier zuhören. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Okay, die haben jetzt auch nicht weiter geholfen. So, am PC ging das jetzt hier nicht. Aber war hier nicht irgendwo... Vielleicht ein zweiter PC. Ich bin jetzt gerade wirklich ratlos. Was ist denn? Ich habe das doch schon gemacht. Hier? Nein, das Ding ist auch nicht wirklich. Das ist kein PC. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die auch nicht. Okay, wo ist jetzt mein Denkfehler? Manchmal ist auch das Problem, dass man das schon eben gemacht, also dass man das schon so oft gemacht hat, dass man gedanklich irgendeine Aktion überspringt. Was ist da los mit Facecam? Achso, hey Janine, ja. Ja, das habe ich eigentlich jetzt schon häufiger gemacht. Du musst zu Zubehör, da kann man das einstellen. Zu Zubehör, okay. Da war das. Bin eigentlich da dran gewesen. Und da unten... Ah, du hast recht, tatsächlich. Ich muss einfach auf Zubehör bestätigen. Okay. Ja, okay. Na gut. Dann war das so. Den Koffer hier rumtreten. Ja, den können wir natürlich eigentlich auch... mitnehmen. Wäre auch cool. Vielleicht ist da was Nützliches drin, aber... Bindemittel. Also so ein Soßenbinder. Achso, ich glaube, wir könnten einfach hinten in die Richtung weitergehen. Da war das nämlich... Genau, da, die Tür ist nämlich jetzt auch offen. So, genau, ja, ja, genau, danke, Tom. Gut gemacht, hast du gut aufgepasst. Hast du das gut gemerkt? Oh, was haben wir hier? Medkit Version 1. Sehr gut. So, Bauplan gefunden, greifen Sie mit Q auf das. Ja.
Der Satz ist nicht beendet worden vom Spiel. Öffnen Sie das Menürad über Q und wählen Sie einen Gegenstand. Ja, das ist schon mal ein besserer. Was war das denn jetzt gerade? Das Spiel hat einfach den alten Satz weggeblendet und einen neuen eingeblendet. Das war schön. So. Ich glaube, das mit dem Bauen der Gegenstände funktioniert jetzt auch besser. Tatsächlich, das gibt jetzt sogar Sinn, wie man einen Gegenstand herstellt. Nicht wie auf der Konsolenversion. Das ist natürlich sehr schön. Was zur Hölle ist hier passiert? Oh ja, der Raum, der ist auch klasse. Wenn man hier noch den Planeten da oben sieht, man da schön hochgucken kann. Ich weiß doch, dass ich das eine Mal hier sehr lang hing im Stream, obwohl ich das damals auch schon mal gemacht hatte. Dann fand ich mir wusste, wie es hier weiterging. Oh, diese Soundeffekte, ey. Das. Okay, aber es ist auch schön, dass ich mich hier schneller umsehen kann, schneller umgucken kann, die Kontrolle habe über die Umgebung. Das ist wirklich gut. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, links dieses Raumschiff noch. Ja. Die Torrens. Du bist auch an der Stelle, deswegen hast du das gemerkt. Achso, okay. Valaine. Borderlands bringt wohl ein Brettspiel raus, habe ich gelesen. Echt? Okay, das ist interessant. Was denn für ein Brettspiel? Einfach so eine Version, also von einem schon existierenden Brettspiel oder... Es gibt ja manchmal, jetzt mal als Beispiel, Monopoly dann in der Borderlands Edition oder irgendwie sowas. Oder wird das ein komplett neu entwickeltes Spiel sein? Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Aber ist natürlich cool. Also von Borderlands kann ich ja auch nicht genug haben. Das ist ja für mich auch so ein... Wie Alien Isolation auch so ein Spiele-Klassiker, den ich immer wieder spielen kann. So, ich glaube, hier war nichts mehr. Genau, das Ding kann ich noch hier... anmachen. So. Ein bisschen Strom haben wir jetzt wieder. So, da ist jetzt in die Tür aufgegangen. Und ich finde das auch klasse, wie hier bei diesen Arcade-Automaten das hier ein bisschen durch diese Oberfläche schimmert. Super gemacht. Wirkt richtig plastisch dadurch. Oh. Ja, zum Glück weiß ich ja, dass hier nichts drin ist. So, war da jetzt auf dem Rechner noch? Nein, ich glaube, die Dinger, die haben wir letztes Mal alle gelesen. Die brauche ich jetzt nicht nochmal alle mir angucken. Manchmal gucke ich dann noch, ob da noch irgendeine Funktion ist zum Draufklicken. Wie gerade mit dem Strom. Genau, einfach nochmal speichern. Ich suche den Artikel aus, davon hauen jetzt einiges raus. Okay. So, dann hat man jetzt eine ganze Weile immer gesucht. Wo es hier weitergeht. Aber das war ja dann hier einfach auf dem Boden. Hier ist auf dem Boden einfach eine Klappe. Da muss man durch. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend. Und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus. Und jetzt schmeißt uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. So, und hier ging es dann wieder raus. Wundervoll. Hier fällt alles auseinander. Ja, aber diese Staubsaugerroboter, die sind immer noch hier. So. Ich glaube, ich kann mir vielleicht noch was craften. Oh ne, das war die Karte. Craften war auf... war das auf Q?
Ja. Genau, die Komponente fehlt noch. Komponente B. So, aber wie kann ich jetzt hier wechseln, was ich ausgerüstet habe? Ja, das sagt man Spieler hoffentlich noch. Boah, ist auch so übel, wenn man hier was in den Schächten hört. Bevor ich Alien spiele, muss ich aber erstmal Uncharted 4 durchspielen. Ja, genau, spiel das auch noch durch. Dann hast du auf jeden Fall... Oh, warte. Was ist hier? Achso, hier kann ich mich so lehnen. Okay. Bis man einen epileptischen Anfall bekommt. Uncharted ist ja auch so eine Spielereihe, die an mir vorbeigegangen ist. Einfach mangels PlayStation. Boah, hab ich mich jetzt erschreckt. Boah, da lief ja gerade einer. Okay. Warum ist der jetzt nicht stehen geblieben? Warum will er mir so eine Angst einjagen? So, oh nein, das ist der Raum. Hier sind doch wieder diese Leichensäcke. Wartungsheber benötigt, okay. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Ja, okay. Dann können wir endlich abhauen, verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Übles Knarren und... Strom wiederherstellen, okay. Okay. Der Klassiker. Stellen Sie den Strom wieder her, bevor es weitergeht. Ich glaube auch in Horrorspielen ist das so ein gerne eingesetzter Klassiker. Boah, ich weiß noch, dass ich hier auch mal in einem Stream hing. Warum auch immer. So, einfach den Strom hier anstellen. So. Und schon haben wir Strom. Ich will vielleicht in den Film wir gehen. Ich will vielleicht in den Film wir gehen. Was? Okay, da weiß ich jetzt gar nicht, was das jetzt ist. Hab ihn schick in dir, wenn du hier fertig bist. Alles klar, ja, mach das. Das ist super. Das wäre echt interessant. Okay, das ist eine Werkstatt. Plasmaschneider benötigt. Ja, den haben wir noch nicht. Das wird noch eine Weile dauern. So, da ist der Wagenheber. Ne, Wagenheber. Wie ist das Ding? Ionenschneider auch nicht. Naja, dieser Heber halt, ne? Dieser Wartungsheber, genau, da steht's doch. Okay, den brauchen wir jetzt noch. Wie kommen wir da jetzt dran? So, ich weiß ja, dass zum Glück am Anfang vom Spiel noch gar nicht so viel passiert hier. Da will uns das Spiel eher gerade Spannung machen und alles erstmal so ein bisschen andeuten. Also hier konnte ich jetzt erstmal nichts machen. Wartungsheber erstmal besorgen. Hier konnte ich hoch, oder? Oder? Nee, das ist der gleiche Raum. Das ist einfach nur ein anderer Durchgang. Okay. Ist so. Okay, dann geht's hier wieder raus. Dann konnte ich aber jetzt... Oh. Warum explodiert jetzt da oben dieser Monitor? Einfach nur, um mich zu erschrecken. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich da hoch. Der Film heißt Wir, ist ein Horrorfilm. Ach so. Okay, den kenne ich jetzt überhaupt nicht. Der Name ist so im Satz verschwunden, ja. Freitag sehe ich Rockstar. Oh, okay, cool.
Ja. Der macht da jetzt seine letzte Tour. Fuck the Marshals. Genau, das hat ja auch noch später eine Bedeutung. Genau, so, hier konnte ich nämlich jetzt hier oben hin. Hier oben. Ich glaube, ich speichere mal gerade hier nochmal. So, hier habe ich nämlich endlich noch einen Speicherpunkt. Das Speichern geht hier auch irgendwie schneller als auf der Konsole. So. Oh, ich habe ja letztens noch Dead Space 2 durchgespielt. Boah, das war auch ein Nervenakt. Also, das war auch gruselig. Da steht man ja auch permanent unter Spannung, weil da muss man ja aber auch ein bisschen kämpfen. Also, während man hier eher die Konfrontation vermeidet, muss man die in Dead Space ja eher suchen. Aber war schon ein schönes Spiel, hat schon Spaß gemacht. Ah, oh, Schicht im Schacht. Achievement freigeschaltet. Ja. Okay. Ja, okay. Derzeit bin ich mal. Ne, bin ich wieder mal bei der Bioshock-Reihe. Ah, Bioshock, super. Auch eine Spielereihe, die ich eigentlich immer unbedingt mal streamen wollte. Das ging ja dann irgendwie nicht, weil Twitch nicht zulässt, dass man die HD-Collection von Bioshock streamt, komischerweise. Vielleicht geht das mittlerweile. Aber sonst hätte ich das auch schon längst im Stream gespielt. Ah, die Vermissten. Okay. Ich kann Achievement. Das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, Wartungsheber dabei. Das ist schon mal gut. Ich will eine Beschwerde erreichen. Bei der höchsten Instanz. Der Name ist Zachary Watson. Und A drücken. Achso, so rüberschieben. Okay. Das ist auch ein bisschen wie ein Bioshock, ne? Diese Tonspuren, die man hier überfindet. Boah, die Musik jetzt hier gerade wieder. Was soll das denn? So, wir haben jetzt auf jeden Fall den Wartungsheber. Und können mit dem halt auch hier raus. Boah, diese ganzen Leichen hier. Was soll das denn? So, Strebe entfernen. Und dann raus hier. Tom will sich irgendwann auch Bioshock holen. Ja, genau. Wo alle Teile drin sind, kostet nur 20 Euro. Auf jeden Fall. Richtige Empfehlung von mir. Bioshock sind für mich richtige Meisterwerkspiele. Supergeil. Diese ganze Welt, diese Story, das Design. Super gut. Ist auf jeden Fall in meiner Top 10 meiner Lieblingsspiele drin. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay.
heißen Sie? Axel. Der Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss doch... Was Kevin sagt, jo. Genau, Dennis, mag Bioshock auch, das... Ja, los Tom, lohnt sich. Okay, Janine stimmt auch mit ein. Sehr gut. Heute ist ihr Glückstag. Tom macht das auch sehr gut. Also wirklich... Für Bioshock habe ich auch nur Liebe übrig. Aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Deswegen verstehe ich das nicht, wenn oft dann Leute sagen... Ich hab schon so ein paar YouTube-Videos geguckt, wo es dann um Fehlkäufe geht und die größte Enttäuschung, die je hatten, und dann kommt wirklich häufiger mal Bioshock und ich frage mich, was soll denn das, warum? Aber ich glaube, das sind einfach Leute, die haben irgendeinen Ego-Shooter erwartet, in dem man einfach nur stupide ballert und nicht irgendwas mit Niveau und Tiefgang. So kann ich mir das nur erklären, also... Eigentlich schon auch die Musik in dem Spiel, wenn dann diese 50er Jahre Musik kommt, Beyond the Sea und sowas, ist super. Ich musste Abstand oder diese ganzen philosophischen Themen, die es da geht. Also von gewissen anderen Aspekten ganz zu schweigen, aber die spreche ich bewusst nicht an. Wir haben ja auf der Arbeit auch so Poster. Bei uns bei den Schulungsräumen, da steht drauf, was stand da? We build together oder sowas, da sieht man so eine Hand und so eine Roboterhand, die sich so die Hand fast geben. Und das erinnert mich komplett an so Werbeplakaten aus den Alien-Filmen oder hier aus dem Spiel. Da gibt es genau sowas. Hey, keine Bewegung. Oh, okay, wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John, das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Ja, wir sind vorsichtig. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst. So übel aggressiv. Ist sicherer. Das werde ich demnächst auch mal sagen. Warum schreien sie mich an? Warum sind sie so übel aggressiv? So, genau, einfach nochmal gespeichert. Und alles absuchen, da kommt so viel Story zum Vorschein, Hammer. Ja, in Bioshock auf jeden Fall, diese ganzen Tonbänder, die man findet, das erklärt so viel. Und das ist auch ein großer Reiz des Spiels. Ich habe echt Spielemagazine-Tests gelesen und geguckt, wo die das kritisiert haben, dass gar nicht alles klar wird. Ich meine, okay, warum sollte ein Spiel diesen Anspruch haben, dass man alles erklären muss? Aber da muss man sich das verdienen, man muss es finden, man muss sich die Sachen durchlesen, beziehungsweise die Tonbänder anhören, da wird alles erklärt eigentlich. Ist halt ein anderes Konzept, aber ich finde, das so, sollte man jetzt per se so nicht kritisieren, weil ich das wirklich gut finde, diese Idee. Habe ich total gefeiert. Aber ich will mir erstmal Red Dead Redemption 2 holen. Ja, okay, super. Auch genial. Auch, stimmt, den ersten Teil habe ich ja auch gestreamt, komplett. Zweiten zumindest angefangen. Wärst du so freundlich? Das sage ich seit Jahren zu meinem Sohn. Ja, also das ist... Ich verstehe die Anspielung. Das ist auf jeden Fall der Moment schlechthin in dem Spiel. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. So. Der Herr? Bitte bringen Sie uns... Ja, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ach, ich soll den drücken. Also bitte.
fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff... Gegenseitig die Haare flechten? Hör mal, du hast keine. Was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? How well do you know your long-haul sex partner? Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Okay. Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. So, ich guck nochmal. Kann ich nochmal mein Medkit weiterbauen? Nein. Geht nicht. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ja, dieser Axel hier macht mich auch nervös. Ich habe letztens in der Quizshow gesehen, da wurde gefragt, in welcher Filmreihe spielt Eddie Murphy den Charakter Axel Foley? Und das ist ja, wie wir wissen, Beverly Hills Cop. Und die Frau sagt Axel F. Fand ich irgendwie witzig. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Das einzige Manko an dem Spiel hier, die Figuren sind alle so extrem emotionslos, das ist schade. Das ist aber nur hier in der deutschen Synchronisation so. Im Englischen ist das wesentlich besser. Ja, ist halt... Hätte man besser machen können. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Moment, wer weiß, ob Sie noch mal die Gelegenheit kriegen. So, jetzt kann ich nochmal ein Medikit basteln. Gerät gebastelt. Der Gerät ist gebastelt, der Gerät schläft nie. Warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. So, hier war nämlich die Situation. Ah, nochmal Komponente B. Ist auch geil, dass er mit sich selbst Karten spielt hier. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Und sich diese leicht bekleideten Frauen in einem Magazin hier anguckt. Okay. Leute, ey, da frage ich mich auch, warum macht der überhaupt dieses Radio hier an? Wenn dieses Monster hier rumläuft, macht das Radio aus. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die Taschenlampe. Ist das Radio gerade wieder angegangen? Moment mal. So, jetzt ist es aus. Ja, komm, ich mach's wieder an. Genau, die Taschenlampe hier. Das ist dieses Headset mit der Kamera und der Taschenlampe dran. Ich will aber auch ein armer RBFU spielen. Ja, das ist so ähnlich wie Bioshock, zumindest vom Stil. Mimik und Gestik auch nicht, nur die Sprache. Ja, das finde ich jetzt nicht. Also, das wird eigentlich viel wieder wettgemacht durch die richtige Synchro. Also das ist jetzt nicht so gravierend. Ich behalte ein Auge auf dem Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. So, achso, ich wollte gerade fragen, wie nutze ich die Taschenlampe? Auf F. Sie sich umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Achso, nee, warte, Taschenlampe. Die wollte ich eigentlich gerade. Jetzt geht's, okay. So, da ist ein Lüftungsschacht.
Aber We Happy Few habe ich noch nicht gespielt. Also da kann ich jetzt wirklich nicht viel sagen, aber ich fand immer so von den Bildern, dass es aussieht wie Bioshock, also so vom Art Deco-Look. Dieser gleiche Kunststil, den die da verwendet haben. Das fand ich schon sehr ähnlich. Achso, ich leuchte dem Herrn mal am besten mit der Taschenlampe, damit er hier das Ding reparieren kann. In diesem Raum habe ich so einen Clip im Kopf. Ja. Dass ich die Leuchtfackel benutzt habe, glaube ich, ne? So, hier brauchst du jetzt kein Licht mehr von mir. Ja. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Dann bleib doch nicht stehen, Junge. Geh weiter. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Boah, schon eine Stunde rum. Also ich finde, bei diesem Spiel vergeht bei mir zumindest die Zeit wie im Fluge. Ich meine, deswegen sind bei dem Spiel hier überhaupt erst so Streams entstanden, die 5 Stunden gingen. Schalten Sie die Taschenlampe aus. Oh. Der hat darauf reagiert, dass ich die Taschenlampe anhatte. Wie geil. Jemand wird schon Hilfe schicken. Folgen Sie mir. Das ist super. Okay, nochmal speichern. So. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Dann halt. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet ja, Alarm. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. So ein Scheiß. Wir sind bewaffnet. Wie können wir nicht ankommen? Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Jo, ich darf für dich vorgehen. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand ja, hier Chef schon mal die erste Schleichsequenz. Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal lischen. So, und dann schnell durch den Lüftungsschacht hier abhauen. Der Generator ist abgestellt. So, jetzt warte ich kurz, bis sie weg sind. So, jetzt schnell hoch. Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Da drinnen hat scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Der funktioniert trotzdem nicht. Folgen Sie mir. Nur seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Ja, okay. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Ja, wollen wir es hoffen. Nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Boah, wie man einfach immer hier irgendwas hört, was hier
sich bewegt in den Schächten oder ist es das Vieh? Ist es einfach nur ein bisschen Technik, was im Hintergrund ein bisschen rumrödelt? Das weiß man ja nicht so genau und das. Das macht es halt auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Also, die Bestellliste: Aspirin, Konserven, Müsli, Wasser, Zahnpasta, Zigaretten, Klopapier, Klebeband, Medkits und Milchpulver. Uiuiui. Okay. Boah, ist auch so cool, wie das Wasser hier so runtertropft. So, gehen wir hier durch. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Jetzt war nicht die hier. Oder? Ich muss dafür wieder zurück, ne? Ich bin doch so schutzlos. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Was? Ah, Entschuldigung. Arschloch! Komm her! Arschloch! Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! Die anderen werden jeden Moment hier sein. Ja, der ist tot. Shit. Hauen wir ab! Die anderen sind unterwegs. Gesundheit, dankeschön. Hey, ihr Sackgesichter! Hey, ihr Sackgesichter! Er schießt sie! Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Wie unbegeistert er ist. Die haben ihn umgebracht. Sie haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Das war das Alien. Unser guter alter Freund und Liebespartner von Tom. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie noch den Revolver einsammeln hier. Aber ist wohl nicht so. Muss ich da lang? Okay, jetzt wird mir gerade wirklich ein bisschen mulmig. Jetzt weiß ich, dass das Alien da ist. So. Das dauert so ewig, bis dieser Transit hier ankommt. Und weg ist er, ja. Der Axel. So war er. Ein guter Kumpane. Ein Charakter, den man vermisst. Ein sympathischer Begleiter der Heldin. Boah, die Musik.
So, und nun quasi den Prolog geschafft. Also für mich, ich würde das so einteilen, dass das bis jetzt der Prolog war. Alien ist da. Wir sind jetzt alleine unterwegs. Wo geht's hier raus? Eigentlich will ich hier drin bleiben. Hier drin scheint es sicher zu sein. Ach, stimmt. So, nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und abzuschalten. Systeme erteilen eine begrenzte Stromversorgung. System abzuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Maus zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopol-Systemen, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Nee, Lautsprecher brauche ich nicht. Instabiles System. Was ist instabiles System? Was ist das? Ich nehme das einfach mal raus. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das ist gut, wenn ich da die Verkabelung rausnehme. Instabiles System. Hier auf jeden Fall noch den Speicherpunkt mitnehmen. So, muss es leider wieder auf. Melde dich, wenn du heute Abend fertig bist, wegen dem Link. Schönen Abend euch noch. Ja, okay. Schade, dass du weg bist. Dann bis zum nächsten Mal. Ich sag dir dann Bescheid. So. Plasmaschneider benötigt. Lorenz Systec Lobby. Ja, da stellen die Chips her. Security. Wir hatten damals eine in der Schule, die hat immer Security gesagt, statt Security. So, geht's da durch? Ja, da kann ich auf jeden Fall durch. Oh, okay, Moment. Da muss ich jetzt gerade gucken. Muss ich da lang? Ja, tatsächlich. Bleib nicht zurück! Scheiße! Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Das ist gar nicht gut. Ich mach das einfach mal mit der Luftreinigung und dann wieder raus hier. So, dann ist es nämlich jetzt ein bisschen nebliger. Dann sehen die mich nämlich nicht. Zumindest nicht so gut. Das erfreut mich natürlich. Achso, der Aufzug ist direkt hier drunter. Da muss ich hin. Ich kann natürlich auch hier in den Lüftungsschacht mal reingehen. Hier erstmal. Boah, das ist immer so. Nachdem ich Alien eine ganze Weile nicht gespielt habe. Das ist immer so unangenehm. Das Absurde war ja beim letzten Stream. Da hat einer nämlich, also beim letzten Alien-Stream, da hat einer behauptet, das Alien könnte Farben riechen. Das war
Das war absurd. Also da haben wir echt eine Diskussion geführt hier. Das war der Hammer. Farben riechen. Ja, ist klar. So, was ist hier mit der Verkabelung? Kann ich da? Ist das der... Ist das immer noch derselbe Raum? Achso, nein, da. Nein, Luftreinigung. Nicht aktiv setzen. Ich will, dass es schön rauchig hier wird. Dass man hier nichts sieht. Denn hier haben wir gesehen, hier sind Menschen und die Menschen haben Waffen. Menschen ist der Feind. So, da einfach nochmal eine Verkabelung mitgenommen. So, da geht's nämlich nicht weiter. Ich muss wirklich am Ende vom Raum da unten hin, okay. Da war ja eben diese Dame, die dann weggerannt ist, nachdem die laut gerufen hat, dass hier jemand wäre. So. Kann ich da denn jetzt so weiter? Ein Zugangsgenerator. Ah. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Okay, ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Neue Datenzelle finden. Vielleicht wollte sie die dir ein. Oh, okay, wo ist die Datenzelle? Sag nur plündern. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Okay, die wollen mich jetzt töten. Das klingt. Oh nein. Siehst du was? Da sind die. Die haben mich gerade fast gesehen. Ach, scheiße. Lord Fan ist und bleibt der Beste. Ja, der... Wie soll das denn werden, wenn der mal erwachsen ist? Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. Oh, hat der mich gerade gesehen? Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Sollten wir das vielleicht überprüfen? Hab dich, Leute. Fuck. Okay, die haben mich getötet. Boah, unangenehm. Die Stille habe ich gehasst. Ja, ich mag die auch nicht. Die mag ich auch nicht. Also... So, ach so, hier ist die Karte. So ist eine Karte. So. Das ist nämlich das Problem, dass man immer wieder dieses Ding holen muss. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Klär einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Sie ein Schlüssel in der Tasche. Ich habe diesen Typ gesehen.
der Schaltkreis ist hinweg, kein Problem. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hat etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. So, jetzt gehe ich nämlich einfach mal hier oben entlang. Moment, achso, nee, das habe ich schon gelesen, alles klar. Nee, die Stelle also gehasst. So. Oh, da oben ist einer. Die sehen mich ja einfach überall. Was ist denn das? Ich hasse die Stille. Das ist so schwer, ohne Waffe an denen vorbeizukommen. Ja. Das ist Kacke. Ich... Was? Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich muss erstmal nach unten... Moment mal, nee, wo war das eben? Ich muss hier rein. Oh, und die trifft mich auch noch. Leute, hier drüben, hier ist jemand. So, genau, ich hole mir dann einfach jetzt dieses Ding hier wieder. Jetzt gehe ich einfach mal hier wieder zurück. Wir werden sie finden und töten. Einfach nur zum Speicherpunkt zu kommen, weil ich das nicht nochmal machen möchte. Wenn ich das sowieso jedes Mal wieder neu laden muss, wenn ich da sterbe, kann ich auch nochmal zurückrennen und den Speicherpunkt machen, ohne jedes Mal wieder dieses Hackgerät da zu finden. Das ist... So, jetzt kann ich mir das nämlich ersparen. Oder was war das, der Kommunikator oder was habe ich da eingesammelt? Irgendwie sowas war das doch gerade. So. Da vorne ist einer. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte, Waffen haben, wo immer wir das finden können. Die lauern jetzt echt davor rum.
kann ich denn, Moment, ich muss auch gerade kurz gucken bei der Steuerung. Wie kann ich das hier da wegstecken, wenn ich so eine... So was in der Hand halte. Nicht der Controller. Hier. Tastenbelegung. Da, hier. Okay, einer davon ist tot. Okay, die habe ich schon mal ausgeschaltet. Da ist irgendwo ein Schacht, da kannst du dich verstecken. Ja, genau. Ich finde die Stelle auch so schwer, noch so schwer, wo du im Alien-Nest warst und die Facehugger dich so verfolgt haben. Ja, das war... Das war mies. Also da... Warte ich jetzt auch nicht unbedingt drauf. Ich habe ja noch nicht mal den Bewegungsmelder. So, Revolvermunition. Der Dame auch. Ich glaube, ich gehe nochmal speichern, weil die zwei, die sind erledigt. Die habe ich einfach nicht mehr als Hindernisse. Das ist wirklich eine schwere Stelle. Und das, obwohl das noch nicht mal irgendwas mit Aliens zu tun hat gerade. Der schießt da schon auf mich. So, nochmal kurz heilen. Die Stelle wird noch blöd, ja. Oh, zwei Typen mit Revolver. Okay. Die anderen erwische ich jetzt auch noch. Also ich bin ja immer dafür, die Hindernisse oder potenzielle Hindernisse auszuschalten. Jetzt hängen die da ineinander verwoben, oder was? Ach, ernsthaft? Ich glaube, sie waren da drüben. So, die sind tot. Okay. Puh, das ist schon mal geschafft. Nochmal speichern. Sicher ist sicher. Weil ich bin echt kein Fan davon, immer Sachen, die man geschafft hat, nochmal zu wiederholen. So. Ja, aber ich finde das halt auch cool, wenn man im Alien-Nest ist, ja. Definitiv, das ist wirklich eine super Stelle. Das ungewollte Massaker auf der Sevastopol durch eine Überlebende, die sich nur verteidigt hat. Also ich glaube, hier ist nämlich kein Gegner mehr hier. Auch bei diesen Walking Joes, wenn die später da rumlaufen, die schalte ich ja auch immer aus.
Generator. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Oh, das ist wieder so schön. Gefällt mir sehr gut hier. So, Panik speichern. Ja, einfach, wenn das Spiel mir nur die Möglichkeit gibt zu speichern, muss ich halt immer wieder hinlaufen. Also, dann mache ich das halt so. Ich höre was in den Schächten. Ach, noch ein Stück Karte kann ich hier einsammeln. Sehr schön. Boah. Okay. Revolver! Das ist doch mal nice! So, und schon kann ich auch zielen. Was zieht der denn so komisch? Der sieht aus, als würde der so ein bisschen Probleme haben, mit meinen Bewegungen nachzukommen. Was ist denn da los? Was ist da denn los? Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal hier speichern. Das ist schon mal schön. So, okay. Dann werde ich jetzt mal hier beenden. So, ich habe nämlich jetzt auch Hunger. Ach stimmt, der Russell ist ja auch hier. Genau. Och Mann, ich hau den immer um aus Versehen. Gut. So, ach, der Dennis hatte mir geschrieben. Okay, gucke ich mir gleich mal an. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.